Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergog hier nicht und heute soll es um die Frage gehen, was die lieben, netten und im Falle von Lupus Regina Beta, natürlich überhaupt nicht sadistischen Plejaden, eigentlich während Staffel Nummer 4 so alles gemacht haben. Denn sie waren ja eigentlich kaum zu sehen. Doch bevor wir uns dieser Frage widmen, sage ich noch einmal Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. So, und damit zum eigentlichen Thema. Und wir beginnen mit Yuri Alpha, denn die Gute geht nun der gleichen Tätigkeit nach wie ihre Erschafferin Yamaiko. Denn genau wie diese Spielerin ist Yuri Alpha nun eine Lehrerin geworden. Etwas, das ihr sehr am Herzen liegt. Und allgemein war Yuri Alpha ja auch dafür bekannt, als Vize-Captain der Plejaden ihre Schwestern im Zaum zu halten. Weiter geht es mit Lupus Regina Beta. Die Heilerin hat nach wie vor das immer wichtiger werdende Dorf Khan bewacht. Und Enri, ich nenne es jetzt mal, bei nächtlichen Angelegenheiten beraten. Und zwar so explizit, dass selbst die doch etwas naive Enri mitbekommen hat, dass Lupus Regina wirklich pervers ist. Doch das war noch nicht alles, denn die Plejadin war während des 12. und 13. Bandes, die ja beide wortwörtlich mitten in Staffel 4 spielen, aber leider herausgeschnitten worden sind, um einen eigenen Film zu halten im Heiligen Königreich. Ich nenne es jetzt mal entfernt tätig und war auch diejenige, die Ainz Ulgon während seines Meetings mit Demiurg und Albedo betreut hat. Weiter geht es mit Nabe Ralgamma. Sie hatte leider so gut wie keine Screentime und war lediglich in einem kurzen Gespräch mit Ainz zu hören, wie sie sich nun für Yuri Alphas neuen Beruf interessiert hat. Daneben war Naberal auch Vorlage für eine weitere Doppelgängerin von ihr, die in das Heilige Königreich entsandt worden ist. Genau wie die Doppelgängerinnen ihrer Schwestern. Weiter geht es mit Shizu Delta. Da ihre Doppelgängerin phänomenal im Kampf performt hat, wurde Shizu Delta ausgewählt, Nea Baraya zu schützen. Außerdem ist sie die einzig verfügbare Plejadin, die Nea nicht aus Versehen auffuttert. Neben ihren Senpai-Kohai-Dynamiken, die Shizu mit Nea ja am Laufen hatte, wurde das Gedächtnis und die Erinnerung des Originals teilweise verändert. Genauer gesagt sind Shizus Erinnerungen an die Räumlichkeiten von Nazarick, ich sag mal, kreativ. Dies war eine Vorsichtsmaßnahme, um im Falle einer Entführung dem Feind jede akkurate Information über Nazarick vorzuenthalten, während man gleichzeitig dafür sorgt, dass er möglichst jede Falle für eine Schatzkammer hält. Anschließend kommen wir zu Solution Epsilon. Der Satz klingt falsch, aber egal. Über die Assassinen ist relativ wenig bekannt. Nur, dass ihr Doppelgänger wie auch die anderen ebenfalls im Heiligen Königreich kämpften und dass sie Ainz Ulgon bei seiner Rückkehr nach Nazarick begrüßt hat. Des Weiteren hatte sie genau wie die anderen Plejaden von Zeit zu Zeit auch Wachdienst am falschen Eingang zur großen Gruft, also diese Holzhütte da. Und schlussendlich schauen wir darauf, was Entomar so alles gemacht hat. Und auch hier ist die Antwort nicht viel. Die Plejadin diente ebenfalls als Vorlage für eine Doppelgängerin, die dann im Heiligen Königreich gegen Ainz Ulgon kämpfte und hatte ansonsten ebenfalls Wachdienst. Schlussendlich war sie aber diejenige, die Ainz Ulgon in die große Gruft von Nazarick zurückgerufen hat, um die Konsequenzen von Philipps genialem Plan zu besprechen. Und dann wäre da noch Auriel Omega, die jüngste der Plejaden und die einzige auf Level 100, sowie der einzige Mensch, den es in Nazarick offiziell gibt. Sie hat die Doppelgänger, die in das Heilige Königreich geschickt worden sind, gebufft und dafür gesorgt, dass sie Ainz überhaupt nennenswerten Schaden zufügen konnten. Das wäre andernfalls nämlich nicht möglich gewesen. So, und das war's dann auch schon. Denn leider wurden genau die zwei Bände, wo es halt viel Action mit den Plejaden gibt, leider rausgeschnitten. Und die paar Szenen, die in Band 10, 11 und 14 waren, wurden ebenfalls stark gekürzt oder ganz weggelassen. Trotzdem ist es schön zu wissen, dass jede Plejadin weiterhin ihren Tätigkeiten nachgeht und im Falle von Shizu sogar der Coaster eines ganzen Arcs geworden ist. Okay, und damit sage ich wie immer an dieser Stelle Danke fürs Zuschauen sowie besonderen Dank an animangatv.de, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix Morgdir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Nemasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Tivativa und Toby CTZ.
Danke, Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderschönen Tag.